Wir freuen uns sehr, dass wieder einmal eine große Gruppe Imame Deutsch gelernt hat, bevor sie nach Deutschland gehen. Das ist ein sehr erfolgreiches Projekt, das wir seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Diamet durchführen. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Anlass, ein paar Minuten sich Zeit zu nehmen, heute hier draußen auf der Terrasse, um diesen freudigen Anlass gemeinsam zu begehen. 64 Imame, die nach Deutschland gehen wollen, haben hier Deutsch gelernt. Das ist eine große Zahl und ich gehe mal davon aus, dass sie alle bald erfolgreich ihre Prüfung abgelegt haben und ihr Zertifikat in den Händen halten werden, dass es ihnen Freude gemacht hat. Natürlich haben sie auch gelernt, dass Deutsch keine einfache Sprache ist, aber sie alle werden ja sicherlich, wenn sie in Deutschland sind, weiter lernen, weiter ihre Sprachkenntnisse verbessern. Und insofern glaube ich, dass dieser Einstieg in die deutsche Sprache, den Sie hier im Goethe-Institut bekommen haben, Ihnen sehr viel weiterhelfen wird, wenn Sie in Deutschland sind, dort leben, dort arbeiten und auch natürlich die Sprache weiterlernen werden. In Deutschland sind Religionsfreiheit und Toleranz gegenüber Andersdenkenden verfassungsrechtlich verbrieft. Und in Deutschland stehen Muslimen über 2600 Gebets- und Versammlungshäuser zur Verfügung. Und trotzdem wissen wir, dass sich viele meiner Mitbürger noch schwer tun damit zu akzeptieren, dass eben der Islam in Deutschland angekommen ist, eine Realität ist, die wir begrüßen und unterstützen sollten. Es gibt in Deutschland, ich sprach eben von 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, insgesamt 16 Millionen Menschen mit Wurzeln im Ausland. Das heißt, die Begegnung mit Deutschland als Land ist kein typisches Phänomen für Menschen aus der Türkei. Es trifft viele. Und allen, die nach Deutschland kommen, ob sie nun aus Russland, aus Rumänien, aus Syrien, aus Afrika oder aus der Türkei kommen, sagen wir immer wieder, Deutschland ist ein Land mit großen Chancen. Dass Menschen, die kommen, Chancen bieten will, sich zu integrieren, erfolgreich zu sein, anzukommen in der deutschen Gesellschaft. Und für alle, das geht weit über die türkische Gemeinde hinaus, gilt, Sprache ist ein Schlüssel, um in Deutschland erfolgreich zu sein. Es gibt in Deutschland bei vielen Menschen nach wie vor viel Unkenntnis, was den Islam angeht. Und da sind Sie so etwas wie Botschafter, auch Ihrer Religion. Botschafter, die mit den Menschen in Deutschland, mit Deutschen und anderen sprechen sollten, offen sein sollten. Es gibt viele Projekte, um genau dieses zu leisten. Viele, viele Projekte, ich nenne jetzt mal nur eins. Das sind zum Beispiel die Tage der offenen Moschee, wo eben versucht wird, die Moscheen zu öffnen für Menschen, die nicht Muslime sind, ihnen zu zeigen, wie sie ihre Religion leben und damit Verständnis zu schaffen. Gerade diese Projekte als Beispiel waren große Erfolge und zeigen, dass sie eben über die Betreuung ihrer Landsleute hinaus, gerade im Bereich dieser Kommunikation mit der deutschen Gesellschaft, eine große Aufgabe haben werden. Ich wünsche Ihnen in Deutschland viel Freude. Es ist ein interessantes, ein schönes, ein offenes Land. Und wünsche Ihnen dann als Botschafter der Türkei in Deutschland viel Erfolg und hoffe, dass Sie dann irgendwann zurückkommen als Botschafter Deutschlands in der Türkei.